Gibt's nicht bald mehr Essen? Ich bin kurz so, und damit ein herzlich willkommen bei Dishonored 2. Ja, es hat sich nichts getan. Ich bin jetzt hier mal noch 5 Minuten stehen geblieben. Die watscheln immer noch hier unten im Kreis. Das heißt, wir müssen die jetzt bei einer guten Gelegenheit einfach mal ausschalten. Warum sagt er sowas? Ich bring den da ins Genick, dann fällt der Herzog auch mit um. Ich habe ihn nicht geküsst. Und dann der seine Medaillen verdient hätte. Mal schauen. Doppelt so viel drauf wie der. Nicht, dass der Roboter mich sieht. So, jetzt. So. Die sind schon mal alle umgefallen. Wo ist jetzt die Blechbüchse? Die habe ich jetzt aus den Augen verloren. Mist. Ah, da. Kann ich die auch einfach ausschalten? Wir speichern mal. Oder verschwindet die jetzt? Ja. Die Maschine läuft gerade langsam. Das öffnet bestimmt den Tresor des Herzogs. So, da sind wir auch durch an den Wachen. Der taugt doch nicht. Das erkennt man sofort. Schon an seinen Stiefeln. So, Luca B. das Bett. Da schmeißen wir den jetzt rein. Ich verstecke mich. So, nieder mit dem Herzog. Wenn es denn wirklich der Doppelgänger ist. Das war's. Jetzt liegt es an mir. Ich hole mir das Medaillon und rufe sie. Ich werde alle beobachten. Viel Erfolg. Ha, keine Sorge. Ich habe das Arschloch jahrelang imitiert. Na, da bin ich mal gespannt. Na, vielleicht sind die dann alle... Hauptmann Almeida, kommen Sie sofort in meine Gemächer. Es gibt ein Problem. Schnell, verstecken Sie sich da oben. Los, verschwinde. Jetzt kann ich gerade nichts machen. Eure Eminenz, alles in Ordnung? Ja. Ja, Hauptmann. Bitte nehmen Sie ihn fest, diesen Clown. Er hat seine Rolle zu ernst genommen. Ich lasse Hände weg. Der Idiot ist in einem Albtraum gefangen. Führen Sie ihn ab, Hauptmann. Schneiden Sie ihm die Zunge raus. Er wird meinen Namen nicht beschmutzen. Ja, Eure Eminenz, wir kümmern uns darum. Was? Unerhört! Ich lasse Ihnen lebendig die Haut abziehen und Sie werden in Salz baden. Die vielen Jahre, die er sich für mich ausgegeben hat, fordern Ihren Tribut an seinem Verstand. Er ist eine Gefahr für mich und Zerkonos. Nein, aufhören! Ich bin der Herzog von Zerkonos. Das können Sie nicht tun! Dr. Hypatia in Aldemeyer wird wissen, was sie machen muss. Okay. Dr. Hypatia. Gut, dass wir die auch schön am Leben gelassen haben, dass die auch auf unserer Seite ist. So. Ich versuche immer noch alles zu begreifen. Einfach unglaublich. Gut. Das haben wir ja schon mal. Was ist denn das da hinten? Versteckter Zugang. Leilas Geist, versteckte Zugang. Das heißt, da würde ich auch schon noch gerne mal hin. Das ist ein paar Etagen tiefer. Büro und Gästezimmer. Nee. Spielezimmer und Lounge. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung.
Ja? Zeit hatte der Wunderleben. Keine Seuche, kein Krieg, keine Steuern, wenn man die richtigen Leute kennt. Sind jetzt immer noch alle gegen mich? Dürften ja eigentlich nicht mehr sein, weil der gehört ja jetzt zu mir. Mal gucken, was passiert. Sie können hier spielen jetzt jeden Tag, schon seit Wochen. Alles zur Belustigung einer Statue? Nicht zu sehen, aber die Garde ist nervös. Unser Lebensstil hat letztendlich seinen Preis. Hey, wo bist du? Halt! Ich kann dich erinnern. Ja, die greifen immer noch an. Na toll. So, jetzt müssen wir noch dieses komische Dings da finden. Delilahs Skelett, Körper, Knochen, Runen, Artefakte, Dingsbums. Delilahs Geist. Ja, lass mich da hoch, lass mich da hoch, lass mich da hoch. So, da ist der drin. Wenn Sie sagen, dass was nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Gibt's da in der Mitte der Kuppel einen Eingang? Nee, das wäre zu leicht. Aber hier gibt's einen Eingang. Beziehungsweise hier ist die ganze Stromversorgung von dem Ding. Das muss der Tresor des Herzogs sein. Ah! Das ist nicht die Stromversorgung, das ist ein Blitzturm. Naja, Mist. Voll in die Falle gelatscht, aber voll. Naja, gut, dann machen wir es nochmal und diesmal richtig. Ja, ich weiß, wir lassen jetzt einfach alle Runen, Knochen, Artefakte und das ganze Zeug links liegen. Es gibt bestimmt noch viel in diesem Palast zu entdecken. Aber ich will einfach Delilah niederringen. Was passiert ist. Könnte alles sein. Ich muss nur gut aufpassen. Da hinten ist auch eine Stromversorgung. Vielleicht ist das die Stromversorgung dafür. Ich muss nur meine Schicht durchhalten. Dann nach Hause und Füße hoch. Hä? Durchs Dach? Ernsthaft? Das ist ja dämlich. Also durchs Dach macht keinen Sinn. Der hat da seine Stromversorgung. Das war sicher nichts. Hat halt ein Hund gebellt oder so. Aber jetzt sind natürlich alle nervös. Jetzt noch ein bisschen näher ran. Ach, diese Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen? Jetzt dürfte der mir doch eigentlich nichts mehr machen, hier der Turm. Nee. Sorry, aber du verrätst mich bestimmt. Alarmglocke. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch irgendwie den Eingang in das Ding da. Lass mal wieder hier hoch irgendwo kommen. Bleib wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Ja, sagt er. Aber diesmal meine ich's ernst. So, die Stromversorgung kommt irgendwo von da drin.
Irgendwo das von muss der Tresor des Herzogs sein. Ja. Wo ist da der Eingang dazu? Wissen wir das auch? Oder wissen wir das nicht? Kann ich einfach meinen falschen Herzog den ausschalten? Das müsste doch gehen. Wozu habe ich ihn denn? Er ist doch jetzt der Herzog. Da unten ist ja auch die Stromversorgung nicht dazu. Die Maschine läuft gerade langsam. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Rückkehr zu mir laut. Die Maschine sollte nun die Umgebung erkunden. Irgendwo da rein. Protokoll aus. Ist das die Stromversorgung oder was ist denn das für ein Kasten? Sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. So löst das Ding noch nicht aus. So schon. So. Blödes Ding. Aus. Jetzt geht das Tor auf. Wow. Machen wir erstmal zu. Nur zur Sicherheit. Delilahs Geist. Okay. Hier drin sonst noch was? Ich glaube fast nicht, oder? Vielleicht noch so ein Roboter? Was ist denn das? Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Hatte ich's doch gedacht. Nicht autorisierte Person. Aktiviere Kampfmodus. Feind erfolgreich ausgewichen. Jo. Ist er. Komm, lauf wieder runter. Neue Diagnose. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurückdrehen. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Wechsle zu alternativen Taktiken. Nee. Aber eher nicht. Ich versuche die Blechbüchse jetzt mal von oben irgendwie anzuhüpfen. Wo bist du denn jetzt? Blechbüchse. Da hinten. Ja. Dies weist auf ein eingeleitetes Suchprotokoll hin. Blöd. Weiter. Maschine deaktiviert ihre Suche. In
dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Ja. Da ist er. Wenn es von oben nicht geht, dann... Das Blöde ist, das Ding halt kann nach hinten gucken. Nach dem letzten Praxistest entfernen. Hier ist das Federwerk nun im Spähmodus. So. Kaputt, du Ding. Was haben wir denn hier noch alles? Knochen. Warum sollte der Herzog das Ding behalten? Was für ein Gazellendings? Was war das für ein Ding? Ein paar mechanisches Zeugs von diesen Robotern. Silber und Gold, Elfenbein, Mana, lauter schöne Sachen. So. Dann sammeln wir das Ding mal ein. Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange Delilahs Geist ein. Das werde ich nicht tun. Du bist alles, das ich wollte. Lass mich gehen. Ich habe zu viel von dieser Welt gesehen. An deinen Händen klebt Blut. Was habe ich für dich getan, um deinen Thron zu sichern? Dein Erbe? Meine Tochter. Du wirst zu dem, was ich bekämpft habe. Ich liebe dich, aber lass mich gehen. Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück nach Dunwall. Was ist das? Das Herz meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Sie erhalten nie zurück, was sie hier verloren haben. Komme aus dem Palast. Oh, nochmal ein Geheimraum im Tresor. Der Lila Copperspoon. Ja, ich weiß. Geheimer Geheimraum. Auch nicht schlecht. Also hätte ich nicht mal durch diesen fetten... Wer ist da? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich sehe lieber nach. Was? Also, mal sehen. Was war's? Sehen wir nach. Ich sehe doch keine Gespenster. Oh, doch. Verdammt, komm her! Komm her! Zeig, was du drauf hast! Na toll. Das war ja wunderprächtig toll. Nämlich gar nichts war das. Na gut, dann entkommen wir in der nächsten Folge aus dem Palast. Wir sind sowieso am Ende. Wenn's gefallen hat, denkt ans Däumchen. Und bis dahin, macht's gut.